Unterstützung. Ja. Können wir schon bis 90 runtergehen, ne? Aber das sollten wir vielleicht nicht gehen. Beamtenstabe kann man. Ach du Scheiße. Sag's wie es ist, dieses. Ich glaube bei 67%. Händler begünstigen noch. Ach, warum nicht? Armeeorganisator, habe ich denn für den ordentlichen Ersatz, ist der Frage. Ja, habe ich. Dann können wir das auch noch machen. Gestorben, sagen wir mal. Kein Problem. Einheiten nehmen wir wieder plus 10%, ne? Kann es mir gerade nicht erlauben, nicht 10% zu haben. Prestige können wir noch mal 5% ausgeben. Merkantilismus wollen wir nicht verlieren. Alter, es ist viel zu viel hier drin. Klingt doch einen soliden Wert. Wie lange dauert das hier noch? Ist dann gleich soweit. Jetzt habe ich 27% Überdehnung. Ja, das werde ich eh nicht mehr los jetzt drauf. Drauf geschissen kommen. Ist jetzt eh alles zu spät. Es ist jetzt eh zu spät. Entweder ich überlebe oder ich überlebe es halt nicht. Gibt da kein Zwischending mehr. Minus 600, Alter. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Oh oh. Kann ich mir noch ein Stack leisten? Nee. Ich muss also den Krieg jetzt mal raus. 86,4. Könnte sein, dass ich gleich untergehe. Lieb von Armen, schon stirbt. Kann ich den nochmal ersetzen? Nicht so wirklich. Wie lange müsste ich denn
jetzt noch im Krieg bleiben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, das ist glaube ich egal. 30,4 kann das allein. Ja, genau, was ich brauche. Militärmacht. Danke. Fuck you. Abrufen, Diplomat abrufen. Beziehungen verbessern. Jetzt darf ich aber nichts mehr angreifen, du. Also gar nichts mehr. Angriffskriegen beitreten, bitte nein, bitte gar nicht. Ändert das meine Dings? Ich hoffe nicht. Egal, ich könnte noch ein Stack ausheben irgendwo. Ich müsste eher hier rechts, links ausheben. Links, rechts. Da wo der Feind ist. Das Problem ist, der Feind ist überall. Da oben bin ich vielleicht noch ein bisschen schwach auf der Brust. Jetzt da hinten mein Stack noch rein. Ich hab's deshalb völlig übertrieben. Es hat mich keiner aufgehalten. Chat, warum macht ihr sowas? Kann ich das noch leisten? Ne, vielleicht auch nicht. Jetzt alle ihre Embargos verhängen. Einfach um das auch schon mal zu haben. Wird nicht viel bringen, vermutlich. Ach komm schon, ihr mit euren ganzen Scheiß. Nutzung von Staatsland erlauben. Ihr da. Ich habe immer noch keinen Bock drauf. Also meine Freunde, ihr seid alle total schwach und solltet mich nicht angreifen. Ich hoffe, ihr seht das genauso, aber ich kann euren Rivalen bestimmen. Ah, Jugoslawien, nee. Flotte, plus 230.659%. Nun, vielleicht nicht. Ich meine, ich habe fast 13.000. Bauen wir noch schnell so 2-3 Provinzen aus. Hier ist ein bisschen zerhellt. Okay, 22.000 Mann im Monat. Umringt von bösartigen Wesen. Schweiz, du siehst mich. Oh. Puh, gut, dass ich da nicht reingegangen bin. Trend, siehst du mich denn als das Böse an? Mhm. Ja, es verliert mal sauschnell Gefallen, aber Angriffskriege kann ich mir jetzt nicht leisten. Das wäre jetzt mein Untergang. Wenn ich jetzt in den Krieg gerufen wäre. Haben wir Tarentains? Nee, das ist nicht. Okay. Oh Gott. Peter ist nicht da. Er hält mich nicht ab, dass ich so dumme Dinge tue. Aber ich kann es mir halt jetzt wirklich nicht erleisten, da in. Oh.
Ah, gut, das ist jetzt, glaube ich, auch nur so ein sehr. Schweiz ist noch nicht mein Rivale. Utrecht, auch keine Chance auf Beziehungsverbessern. Jetzt kann ich alles vergessen. Ja, einen Diplomaten brauche ich eh noch immer. Egal, jetzt waren die Beziehungen schon wieder besser, um irgendwas zwischen 1 und 3. Schwacher Trost, ich weiß. Ich hab's komplett übertrieben, Alter. Die Bedienung ist schon mal weg. Was ist denn das? Das ist Ingolstadt. Also auf Ingolstadt darf ich nichts bauen. Da darf ich Zeug drauf bauen. Neumark bekommt gleich einen Festungsausbau. Ingolstadt kann man eh nichts drauf bauen, wie es aussieht. Nee, das ist Ingolstadt, das ist Ingolstadt. Kannst auch nicht konvertieren und nichts, sehr gut. Nun, was soll ich sagen? Keine Provinz, danke. Was soll ich sagen? Nicht lügen? Gut, jetzt muss ich. Jetzt habe ich es, glaube ich, komplett übertrieben. Stimmt, ich habe noch das goldene Zeitalter, aber das wird halt nicht reichen. Uiuiuiui. Ich könnte Neuburg theoretisch. Das Problem ist halt, wenn diese Koalition nicht wäre, wäre nur Ingolstadt. Tübingen wäre mit drin, okay. So, in Tübingen wäre mit drin und natürlich der Kaiser. Der irgendwo da einsam da unten noch existiert. Ich meine natürlich der Kaiser, der da einsam vor sich hin existierte und jetzt gleich nicht mehr existieren wird. Also, was heißt der Kaiser? Es wird gleich einen neuen Kaiser geben, weil der alte Kaiser aufhört zu existieren. Apropos, bevor ich es wieder vergesse, noch ein paar Punkte ausgeben. Es gibt ja keine Zehner mehr, ne? Doch, doch, es gibt ja Zehner. Ja, ich gebe mal ein paar ordentlich Punkte aus. Meine Einnahmen und mein Armeelimit und so weiter. Was man halt so braucht, ne? Minus 500. Ja, ich kann jetzt eh keinen Krieg mehr anfangen. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder einen Krieg anfangen kann, bevor das Spiel zu Ende ist, aber hey. 12 Jahre. Ah, da brauche ich gleich eine neue Staatsehe. Das wird jetzt abnehmen, aber was willst du machen, ne? Es dauert ja ein paar Jährchen, bis das null ist und... Oh, Wittelsbach braucht gleich eine neue Festung, habe ich gehört. Und ich brauche nochmal mehr... Ich brauche mehr Truppen, Junge. Mehr. Ich brauche einfach mehr davon. Da will ich auch nochmal plus 50% durch... Goldene Zeitalter? Ich bin ja im Goldene Zeitalter. Habe ich da überhaupt erfüllt von Institutionen und gewinnbringender Bergbau? Maximale Stabilität, ja, aber das ist eh egal. Sind die immer noch aufgebracht? Ja. Können wir irgendwas tun?
Geschenk senden. Ja komm, hier hast du ein bisschen Kleingeld. Nimm ja das Kleingeld und sei ja glücklich. Es läuft hier wieder ein Krieg, ne? Ich hoffe, die KI verliert ihn nicht. Können wir mal aufhören? Können die, habt ihr noch nicht gewonnen? Wahrscheinlich da unten wieder mit. Nee. So ist denn der König überhaupt gestorben? Der war doch noch nicht mal 30, oder? Ist doch kein Alter zum Sterben. Das ist doch kein Alter zum Sterben, Junge. Was stirbst du denn da einfach? Naja, du bist nochmal wiedergewählt worden, bevor du dann. Oh, meine Frau ist gestorben. Machst du nichts? Bin ich echt traurig. Wenn jemand aufhören, aufgebracht zu sein. Du bist doch am Gewinnen, oder? Ich hoffe es einfach. Ist mit Schweiz, Polen und Bremen. Das bringt mir nicht viel. Mehr Truppen. Für den Truppengott. Na komm, mach den Stack komplett. Oh, das ist billig, das bringt halt nichts. Bringt hier gar nichts. Halt da wollen wir hin. Die Tradition möchte ich so gar nicht verlieren. Wie viel habe ich überhaupt? Oh, Merkantilismus 100 habe ich ja schon. Oh, na dann. Okay, jetzt der Nodi, der Kuchenreserve ist auf jeden Fall fast voll. Ah, KI führt Kriege, ja, das ist natürlich. Gut, Handelseffizienz? Na klar, warum nicht? Handel geht jetzt nochmal hoch. Ja, Handel ist bei mir nicht so. Gut, ich habe auch lauter Embargos um mich herum, ne? Macht das Handeln schwierig, wenn dich niemand mag. Jo, du bist nicht am Verlieren. Du verlierst gerade. Warum verlierst du denn? Gewinn doch einfach mal. Was hältst du denn davon? Ich traue mir nicht, in den Krieg einzusteigen. Dann kriege ich eine Kriegserklärung. Aber wenn ich Jugoslawien als Bündnispartner verliere, kriege ich wahrscheinlich auch eine Kriegserklärung. Das ist... Also egal wie ich es drehe und wende, scheiße. Ich habe es einfach gnadenlos übertrieben. Stehen da überall noch... ich habe noch eine Flotte. Können wir mal auflösen, sparen wir Geld. Kulturen mache ich nicht, Inflation habe ich nicht. Erlasse mache ich auch nicht. Für den Fall, dass ich doch noch Geld brauche. Zu mächtig für die Schweiz. 12.995. So, haben wir jetzt alles integriert. Ich könnte wieder Krieg führen. Die KI lässt mich nur leider nicht. Sie lässt mich einfach nicht.